gar nicht auf Aufnahme gedrückt jetzt. Ja. Das ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert. Was ist los? Irgendwas ist los. Johann wollte diese wunderschöne Katze zeigen. Ganz lange haben wir die nicht mehr gesehen, ne? War verschwunden. Jetzt hat Anastasia die gefunden. Ja, ich weiß gar nicht woher. Hä? Die war die ganze Zeit in meiner Kiste. Ja? Ich war nicht mehr. Aber Anastasia liebt ja Tiere, habt ihr schon erzählt. Und deswegen ist das Ding natürlich das absolute Highlight gerade. Komm, komm, hast du jetzt die Katze weggenommen? Sie möchte damit spielen, Johann. Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Bei uns ist ganz viel los. Zu Hause ist es wuselig. Unter anderem ist auch Opa da. Opa ist auch zu Besuch und hat Essen in der Hand. Denn natürlich, wenn Opa da ist, gibt es richtig leckeres chinesisches Essen. Wir haben auch gestern schon gekocht. Das hier. Das habe ich dir in einem Reel gezeigt, beziehungsweise habe ich aufgenommen. Ich weiß noch nicht, ob ich das hochgeladen habe. Super mega lecker, richtig viel. Wie heißt das nochmal, Justus? Kollagen? Das ist doch das Essen. Ja, das ist so gut für die Haut. Kollagen, ja. Kollagen ist da ganz viel drin. Also wenn du und gute Fett. Haut haben möchtest, dann musst du das essen. Okay? Schweinefüße. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, aber jetzt hat mein Sohn das gesagt. So, und jetzt kochen wir Aubergine. Ein Auberginengericht, auch sehr typisch chinesisch. Genau, das machen wir jetzt zusammen. Aber Opa muss sagen, wie es geht. Und ich koche nach und zeige dir natürlich auch das Rezept. Mami, ich mach Deutsch. Machst du Deutsch? Ja, ich muss einmal diese Überarbeitung von meiner Arbeit machen. Korrigierung. Ach so, die paar Fehler. Okay, mach das. Habe ich schon unterschrieben? Ja, glaube schon. Okay. Guck mal, wie fleißig mein Sohn ist. So, Moment, das ist super Küchenordnung. Das finde ich ja auch richtig. Ich habe, ja. Die waren nicht gut. Ich habe. Ich habe. Okay. Ich habe 1000. Ein Messer natürlich noch. Opa kocht immer mit großem Messer. Schneidet immer mit großem Messer. Das ganz große habe ich jetzt hier nicht, aber das sollte auch reichen. Einfach halbieren. Ich habe schon Quark. Ja, so Stück. Gönnepi. Ah. Mit der Schale. Das ist schon richtig. Also alles so ungefähr dicke Scheiben. Bouillon frittieren war. Ja, ja. Stimmt mal. Na, warum ich hier mal? Warum ich hier mal? Hey, warum ich hier mal? 就弄一点味儿就行了。啊，好。我把这个要用这个生果吧，我把这生果腾出来吧。哦。我把它搁在一个湿水里。Also das ist so ganz typisches chinesisches Gericht mit Auberginen. Super mega lecker. Ein bisschen aufwendiger, aber es lohnt sich. Es schmeckt so gut. Also normalerweise mag ich Auberginen nicht so gerne, beziehungsweise ich finde, bei Auberginen kommt es extrem drauf an, wie man sie zubereitet, wie man sie würzt, ne, damit sie auch wirklich schmackhaft sind. Und das kann ich dir empfehlen. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist heiß. Noch ein bisschen Zwiebeln. Oh. Hoppa. Gut, ma. Gut. 啊，这些我看都包。 Knoblauch immer ganz wichtig in der asiatischen Küche. Frag Opa gerade, ob das reicht. Doch, ganz diese ganze Knolle. Ach, siehst du, doch eine ganze Knolle. Reicht gerade so. Welche Knoblauchpresse da also? Knoblauchpresse, das ist eine chinesische Art. Also es gibt vielleicht eine chinesische Art, nicht mit Knoblauchpresse, meiner lieben Knoblauchpresse. 我来洗吧，你就用这个。已经可以了。你捞了放在这里。啊，好。然后呢，这样。然后这样拍，看见没有？嗯。Also einmal draufhauen. Draufhauen mit Schale und dann kann der Schale besser auseinander machen. So. Habe ich auch schon mal gezeigt. Habe ich natürlich von Opa gelernt, den Trick. Riecht schon sehr gut. Ich liebe den Geruch von Knoblauch. Joma?
frisch Ingwer. Justus, haben wir noch Ingwer? Nee, aber den Puga. Trockene geht auch. Frisch besser. Na, hier die. Welcher Schaden? Ey, die sollte Junge mal Ingwer. Nee. Nur der Junge, der trockene Pulver. Geht auch. Meine Finger riechen nach Knoblauch. Oh, ja, der Pulver macht. Ding da hier. Wo tiere nie, ja, nein. Also, frischen Ingwer haben wir jetzt offensichtlich nicht mehr. Eigentlich haben wir ja immer Ingwer da, aber jetzt gerade nicht. Deshalb suche ich jetzt nach Ingwerpulver. Opa hat gesagt, das ist auch okay. Jetzt muss ich in meinem Gewürzschränkchen gucken, ob ich Ingwerpulver habe. Knoblauch hätte ich gehabt. Knoblauchpulver. Ich habe Mayo. Da noch mehr Knoblauch. Ich habe so viel Knoblauch. Aber Ingwer haben wir hier nicht. Schade. Also wir brauchen Essig, Sojasauce, Salz reduziert. Wer hat das denn gekauft? Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen normale Sojasauce und Zucker. Ja, Bayern ist das Haar, ja, Digga. Bayern ist das Haar. Zucker nehmen wir mal aus dem Stöpfchen. Oh, lecker. So lecker. Du trinkst noch, hast du noch? Geil, doch. Ich hab's nicht gut geschnitten. So, ja. Muss doch noch ein bisschen. Bisschen. Kleiner. So, in der Mitte hab ich. So, okay. So, ja. Hier, der Knoblauch ist jetzt einfach klein gehackt. Mhm. Und Knoblauch tun wir in eine Schüssel rein und dann eine Soße zu vorbereiten. Kartoffelmehl habe ich gemacht. Ach, Kartoffelmehl. Digga, ja. Speisestärke. Ja, riesig. Super. Hast du ja schon mal? Ja. Ja. Das war's. Ja. Zutat. Ich geh da schon rein.搁在这里头，然后把它弄完了，这个再刷一下就行。对对，你看没有？这样的，然后你弄上2S，对，2S粒粉，这么多的啊，搁进去以后，然后这个锅，这是Winken，这样Winken，让它都裹上。哎，等一下，这个需要，这个要弄点Wasser，嗯，浸一下，这个过程还是要这样。 用瓦萨就是说正好预备这个浸5分钟，它这个冬壳的发不就没了。然后把这个弄完了以后呢，就把这个没有瓦萨的哈放在这里再弄这个卡塔尔面，你把这个过程弄一下。好 ，So，jetzt auf Deutsch. Also, die sind jetzt klein geschnitten und wir werden das jetzt erstmal mit Wasser auffüllen. Ja, ne, du war. Und dann muss das erstmal 5 Minuten ziehen, damit die dunkle Farbe weggeht. So, dass es gerade so gut alle drin sind. Und jetzt einfach warten. Gut. Habe ich alles richtig gemacht? Alles richtig. Und die ganze durchgezogen, dann tun wir Wasser weg. Ja. Okay. Wasser. Okay, inzwischen machen wir schon mal die Soße. Drei Löffel, hier Weißwein, Essig. Also lieber mit der chinesischen Zhenjiang-Essig. Ja. Aber keine andere war. Ein Esslöffel. Und dann Zucker. Ach, Zucker ist ja schon. Oh, ein Esslöffel. Ich möchte gerne so süß essen. Ne? Ja, wirklich süß. Ein bisschen Wasser rein. Ungefähr halbe Schüssel voll. Schatz, bist du müde? Nein. Kannst du die Wasser wegmachen und dann hier mit der Hand oder mit der Sieb? Mit Sieb. Kannst
7 unten. Ja. Also ein bisschen so. Zwei Esslöffel. Ja, 5 für 3. So? Ja, 5 für 3. Einfach 5 für 3. Oder mit Stäbchen. Stäbchen. Rumrühren. Habe ich eigentlich schon erzählt, dass Opa auch Kochunterricht gibt? Chinesische Gerichte. Eine Küche hier. Okay, da rein. Dann kann die wieder da rein. Wir brauchen diese Wok noch. Jetzt wird frittiert. Die Hanne wird heiß gemacht. Und wir brauchen ganz viel Öl. Das Öl kann ich wieder verwenden. Weißt du? Das Öl kann man danach wieder verwenden. Ja, kann man nachher wieder verwenden. Nach dem Frittieren. Hier was Xiao Cong oder Koriander. So, Öl kann ich ja.最后做好了，往上一撒。没有。哦，没有。或者是你的老婆什么给放了什么的。啊，是。Voll mit leckerem Essen übrigens. Hat Opa alles mitgebracht und zu Hause gekocht. Wir brauchen jetzt ein bisschen was Grünes. Petersilie. Ja, ja, super. Auch wenn es dann nicht. Ach ja, das ist richtig. Ich finde, das hier ist so gut, aber es ist nicht so gut. Ich sage, kann. Ah, das ist wieder nicht schön. Nee, das ist nicht. Brauchen wir was Grünes in der Soße, damit es einfach auch hübsch aussieht. Denn das Auge ist ja mit. Gibt es gefrorene Frühlingszwiebeln. Ich finde, die schmecken nach dem Einfrieren nicht mehr. Irgendwie schmecken ja nach so komisch. Aber Opa braucht es für die Farbe. Deswegen. Ob das Öl schon. Ja. Mal gucken, ob das Öl schon heiß genug ist. Ja, wenn die so. Sieht gut aus. So, tun mal die Aubergine rein. Jetzt wird frittiert. Ja, über Sieben. Ich habe nur über Sieben. Pfanne Sieben. Schneid. Ja, super, super. Noch in der Kiste drin. So. Aber ja, wir brauchen das jetzt. Fertig. Ja. Ich bin stolz auf dich, mein Schatz. Aubergine. Oh. Ist ein bisschen aufwendig, ne? Muss man erst frittieren und so. Hä, das wusste ich ja gar nicht. Ja. Doch. Beim Chinesen ist das ja nicht frittiert, oder? Doch, das schmeckt man nicht raus, aber ein bisschen aufwendig. Krass. Das wusste ich gar nicht. Ja, Johann mag das Gericht auch sehr gern. Ja. Oh, ich habe wieder später auf die Schweinebauch. Und auf die Aubergine kommt ja auch noch. Wir brauchen kaum Öl nachher. Das nur einmal frittieren, dieses Öl wieder durch die Sieb, kann man so aufbewahren. Für Braten, für Gemüse machen, aber kein Fleisch, nur vegetarisch. Wenn die zusammenkleben, kein Problem. Und nachher mit der Soße schon alles aufgelöst. Jetzt noch ein Teelöffel Hühnerbrühe zur Soße hinzugetan. Und eine schöne Pelle und eine Sinne, damit meine Gerichte schön eilig werden. Ein Hamburgchen. In der Schüssel und jetzt die Soße rein. Mit der Xiao Cong, der hat Pfanne und dann kann man das einmal aufkochen. Braucht keine Zusatzbinde, weil die hat mit der Kartoffel mehr verbunden. Also
das heißt automatisch so andicken. Ja. Riecht so gut. Ausmachen. Fertig! Wow, sieht das lecker aus! Wow, sieht das nicht perfekt aus? Dazu jetzt einfach Reis und das reicht schon. Das ist ein perfektes, super leckeres Gericht. Ich probiere jetzt natürlich noch. Das ist natürlich das Wichtigste. Mmh, haut schön! Das lassen wir uns jetzt richtig lecker schmecken. Noch mit den anderen Gerichten, die dazukommen werden. Aber ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.